RTL-Videotextseite 510 mit Ihrer Fernbedienung aufrufen und mit mir spielen. Toi, toi, toi. Um Punkt 12 haben wir diese Themen für Sie. Narrenregiment. Millionen an Rhein und Main feiern den höchsten Feiertag des Karnevals. Diplomatieerfolg, was Kofi Annan im Irak über künftige Waffenkontrollen aushandelte. Morgen Abend bei RTL. Um 20.15 Uhr Alarm für Cobra 11. Sie tarnen sich als Zivilstreife und überfallen wehrlose Autofahrer. Das ist der 26. Überfall von dieser Truppe. Dieselbe Masche, dasselbe Schema. Bei den Kollegen der Wache erhält ein Mitarbeiter mysteriöse Drohungen. Wann ist es soweit? Deine Stunden sind gezählt. Quincy hingegen beschäftigt die Identität einer Leiche. Es war Peter Nielsen. Aber nicht mit Sicherheit. Und in Burning Zone werden verurteilte Mörder als Versuchskaninchen für ein geheimes Regierungsprojekt missbraucht. Action, Spannung und Mystery. Morgen Abend bei RTL. Und jetzt heißt es startfrei zum närrischen Familienduell mit Werner. Hello, hello. Herzlich willkommen, das ist unsere närrische Ausgabe. Und ich habe närrische Kollegen mitgebracht und entzückende. Unsere RTL-Damen spielen gegen unsere närrischen Männer von RTL. Ach, Biggi. Süß siehst du, wenn man drauf drücken. Quiet. Du als Mickey Maus. Ne? Ich bin Biggi Maus heute. Biggi Maus? Ja. Du liegst im Trend aller Arztserien, weil du weißt, in jeder Serie würdest du so verarztet, und zwar direkt. Oh, harter Kampf um die Einschaltquoten. Mm. Lebensgefährlich. Stell mir mal, ach, guck mal, Dorcas. Schade, dass meine Brille nicht dabei habe. Guckst du auf meinen Schönheitsfleck? Ja, auch den sehe ich jetzt erst, ja. Dorcas kennt ihr alle von Happiness zum Beispiel, treibt ihr Unwesen bei Herrn Fischer. Ja. Auch. Und machst du Karneval auch Unwesen treiben? Dieses Jahr zum ersten Mal. Also dieses Mal habe ich mir gesagt, wenn ich schon in Köln wohne, dann muss ich es auch wenigstens einmal mitmachen. Und bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Da gibt es eine schöne Sitte im kölschen Karneval. Warte mal. Oh Gott. Einmal ein Püß-Küss. Ah. Oh. Das küss ich hier nicht. Jana kriegt auch noch. Aber jetzt stellt Biggi mal ihre Damenriege vor. Ja, Dorcas, Maxi, Tatjani und Alex. Unsere närrischen RTL-Mädels. Und das sind unsere gestandenen halben Hemden von RTL. Männer. Wir fühlen uns gut. Was, Ram, sonst wirkst du immer so seriös. Karneval, ich denke, du feierst nur Schützenfest in Neuss. In Neuss, Schützenfest, das Allergrößte. Tut mir leid, liebe Kölner, liebe Düsseldorfer. Letztes August, Wochenende in Neuss. Dort, wo die AfD den Rhein grüßt, eins meine Wiege stand. Und hier darfst du jetzt seriös. Und wenn ich wohne in Köln in einem Nationalheiligtum im Milowitsch-Theater. Und da geht der Zug mehr oder weniger fast vorbei. Also da kannst du gar nicht abhauen. Gestatten, hey, wer sind Sie? Preußischer Offizier. Gestatten von Baro. Preußischer Adel in der dritten bis vierten Degeneration. Das kann ja voll. Wie Harald Junke. Hast du ihn mal kennengelernt, Harald? Ja, hab ich. Der ist auch fröhlich, ohne was zu trinken. Und Berliner, was habt ihr mit Karneval zu tun? Wir haben ja nichts mit Karneval zu tun. Wir haben ihn mal einen Rosenmontagssoch gemacht. Da sind fünf Leute hinterher gelaufen. Da haben wir gleich sein lassen wieder. Deswegen gibt's ja auch die Love Parade. Genau, alle Arzt sagt man hier. Wolfram, stell uns mal deine halben Portionen vor. Würde ich gerne, ich kenne keinen Menschen davon. Das ist der Hauptmann von Köpenick, wa? Ja. Er meint, er wäre Aladdin, aber er hat keine Wunderlampe, deswegen ist er mehr im Tempel. Nee, das meint nur der Wolfram. Ist es Madonna oder Elvis Presley? Einer von beiden. Und er ist schon ein bisschen älter, Fred Feuerstein. Unsere RTL-Männerriege. So, alles klar oder nicht? Jetzt spielen wir. Startfrei zur Runde 1. Auf geht's! So, Biggi Maus. Reich mir deine süßen. Heute dürft ihr Pützkiss geben. Wir kommen ja nicht ran. Ja, das reicht. Du darfst es. Das reicht ja auch. Fremdgegangen wird hier nicht. Es wird gespielt. Eine Hand wohin? Achso, ja. So, hier. So. Ja, jetzt hört es gut zu. Ihr solltet in dieser ersten Runde die 6 häufigsten Antworten finden. Wir haben 100 Narren gefragt. Nennen Sie etwas, das man zu schlechten Tischmanieren zählt. Wolfram.
Rülpsen. Rülpsen? Top Antwort, Spieler, oder? Ich komm, Senior. Marc, war doch immer noch der Neue, jetzt ist er schon lange dabei bei Samstag. Aber hast ja so eine richtige, solide Ausbildung. Und im Karneval, dort haben wir hier, da darfst du uns auch mal ein Ständchen bringen. Was ein Ständchen. Ein Ständchen. Hast du Tenorstimme? Eine Tenorstimme. Ja, lass mal was knödeln. Ja, dann knödel ich mal, dann sing ich mal ein Lied über meine Freundin. Und das geht so, ne? Salome, schönste Blume des Morgenland. Das war orientalisch übrigens. Ja, wunderbar. Mit Wolfgang geht's ja weiter. Hi, Elvis. Hey, Baby. Baby. Mensch, der 17-jährige Elvis, so schlank. Unglaublich, die Inkarnation. Erik, der Neue, der Junge, ich restauriere schon hier die ganze Bühne. Macht ja überhaupt nichts. Ja, macht doch nichts, Baby. Wenn du schon Elvis spielst, Erik Benz, kannst du auch Elvis nachmachen? Oh, ich probier's. Ha? Okay. On a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born in the ghetto. In the ghetto! In the ghetto! Hey! So, jetzt spielen wir erst. Preußischer General stramm gestanden. Wir haben 100 Narren gefragt. Nennen Sie etwas, das man zu schlechten Tischmanieren zählt? Leibwind. Zu deinen Furzen. Ja, ist das dabei, ey? Pupsen, ja, ist dabei. Okay. Marc. Auf den Teller sich übergeben. Auf den Teller kotzen, übergeben. Das hast du gesagt. Ist Kreuz. Oh. Hey, ich bin ja erst 17, ich bin ja noch ein bisschen harmloser. Ich sag da mal die Suppe schlürfen. Tati, ich liebe dich übrigens. Ne? Aha, Abgründe tun sich hier auf. Ja, schlürfen. Ja. Ja. Oliver. Popeln. Popeln. Oh, jetzt genau da. Zweite Kreuz. Achtung, Mädels, vielleicht die Chance für euch einzugreifen. Könnt ihr mal miteinander reden? Wolfram, Senior, bitte. Ich würde sagen, die Zeit vorbei. Dritte Kreuz. Ach, Alex, du Schatz, du siehst also so gut aus. Was meinst du? Schmatzen. 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 Wieder auf den Teller spucken. Wieder auf den Teller spucken. Schmatzen. Schmatzen. Was sagt Bibi Maus als Ober-RTL-Närrin? Eindeutig schmatzen. Eindeutig schmatzen. Yay! Damit habt ihr die ersten Punkte. Herr Roberts, zwei Sachen fehlen noch. An sechster Stelle. Mit vollem Mund sprechen, das tut man ja nicht. Und fünftens. Labern. Okay, alles geklärt. Startfrei zur Runde 2. Jetzt spielen wir schon um die doppelte Punktzahl. Hello, Alarm. So. Oh, Dorcas, meine Süße. Ja, so darfst du es. Okay. Ich darf es, Dorcas. Witzke. Du kriegst das nächste Mal stramm stehen. Ihr solltet jetzt in dieser Runde die 5 häufigsten Antworten finden. 100 Leute haben wir gefragt, nennen Sie etwas, das Leute sich nur während der Karnevalstage trauen. Dorcas. Verkleiden. Verkleiden ist dabei, Moment. Oh, was war denn? Sie können überbieten. Ich würde mal sagen, in der Gegend rumküssen. In der Gegend rumküssen? Flottenklutsch, geh wieder mit den Männern. Marc, hast du wirklich mal so, das war wirklich Tenor-ähnlich, so eine... Na, so ähnlich. Ich habe so eine ähnliche Ausbildung gemacht. Aha. Aber das war, als ich noch ernsthaft war. Ja, jetzt muss ja nicht ernsthaft sein. Das ist nicht echt. Das ist nicht echt, nee. Das ist aufgepappt. Und die Brusthaare hast du extra rasiert für uns? Die habe ich extra dran geklebt. Oh, ja. Ja, Erik, guck dir das genau an, so sieht das aus. In 10 Jahren vielleicht mal. Ja. Sag mal, Erik, du siehst ja so affenstark aus. Oh, okay. Das müssen die Mädels doch jetzt Karneval auch merken, oder? Die Mädels oder ich jetzt? Wie meinst du das? Ja, du entdeckst dein neues Talent. Alter. Und?
Nicht so, wenn Mädel dir ein Witzchen gibt? Oh, weiß nicht so. Ich bin ja ein bisschen schüchtern. Ja, ne? Mit 17 Jahren jetzt. Komm mal, Chine. Marc, komm, jetzt spielen wir erst mal. 100 Narren haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, das Leute sich nur während der Karnevalstage trauen? Saufen bis zum Umfallen. Ja, Saufen! Erik, saufen bis zum Umfallen? Ja! Jawohl! Erik, Karnevalsfachmann Erik, was meinst du? Singen? Vielleicht. Singen? Kreuz! Oh. Oliver! Grölen! Grölen! Zweite Kreuz. Achtung, erneut die Chance für euch, Punkte zu stehlen. Sir, Sie dürfen noch. Auf offener Straße die Sau rauslassen? Wie meinst du das? Auf offener Straße die Sau rauslassen? Dritte Kreuz. Hi, Mädels. Ihr habt wieder die Chance, Punkte zu stehlen. Hallo, Pipi. Alex. Hallo. Reden halten. Ja, was? Reden halten? Hm? Ja. Und du? Auch Bütten reden halten. Bütten reden halten, Maxi? Ja, Bütten reden halten. Sich daneben benehmen, auf der ganzen Linie. Das tue ich immer. Biggie, was meinst du? Du bist die Sprecherin. Schau, wie Sie mich alle ansprechen. Ja. Ja. Also, Sie haben alle gesagt, Büttenreden halten. Also gut, Büttenreden halten. Da, 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 da Büttenreden da. Halten. Oh! Damit waren die Punkte bei unseren Narren von RTL. Aber es fehlt ja noch was. An dritter Stelle. Krawatte abschneiden. Und zweitens. Sollen wir unsere Mädels ein bisschen mit dem Tusch ein bisschen applaudieren? Die haben erst 54 Punkte. Und siehe da, unsere Männer, männlich stark, die halben Portionen schon 98 Punkte. Hat da noch nichts zu sagen. Jetzt in der letzten Runde, das ist die dritte Runde heute, spielen wir um die dreifache Punktzahl. Alles ist noch möglich. Startfrei zur letzten und entscheidenden Runde 3. Ab geht's! Maxi, es mag. Angenehm. Bist du schüchtern, noch. Seitdem du verheiratet bist? Ja. Ja? Ja. Kein Blitzken mehr? Nee. Na, ist gut, dann spielen wir. Sie verweigert sich. Sie denkt, du bist ein Lustmensch. Nee, Maxi darf auch mal in meiner Kanne reiben nachher. Ah, hast du dabei, die habe ich dabei, die habe ich dabei. Ja. Hast du den Wunsch frei dann? Du, ihr solltet jetzt in dieser letzten Runde die 4 häufigsten Antworten finden. Einer hat am Rücken, einer hat daneben liegen. Wir haben 100 Narren gefragt. Nennen Sie etwas, das man besonders an den Karnevalstagen isst? Maxi. Himmel und Erd. Auf Kölsch, Himmel und Erd. Ja. Nee. Marc. Fastnachtsküchle. Fastnachtsküchle. Die schwedische Ausgabe von Berliner oder Krapfen. Ja, das Spiel mit den Männern weiter. Ich brauche gar nicht mit den Mädels flirten. Ich würde lieber mit denen so ein bisschen gehen. Elvis, bleib ruhig, gell? Er ist ja noch in Flitterwochen. Da hat die passt auf, dass nichts passiert, gell? Ta, du bist da, du kannst dir gut den Helge Schneider nachmachen. Also ich weiß nicht so genau, aber ich bin ein Alberner. Der Helge ist ein Alberner, ist ein Alberner Helge. Ich bin Saupinemann. Ist das besser ein Vorbild für dich, so Helge Schneider? Nee. Auf meinem beruflichen Weg dann doch eher nicht, würde ich mal sagen. Ja. Würdest du, kennst du eigentlich schon die Schwiegermutter in Spee? Würdest du so im Kostüm auftauchen? Nee, auch nicht. Nee, ne? Nee. Ich würde sagen, ja. Und wir spielen. Elvis, bist du bereit? Ja. 100 Narren haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, das man besonders an den Karnevalstagen isst? Ja, ich würde sagen, das ist Konfetti, also Dings da, so Süßigkeiten. Süßigkeiten. Konfetti, Süßigkeiten. Ah, kann man doch, ja. Konfetti ist bei mir nicht. Ich habe immer irgendwie die Bonusfragen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich sage einfach mal Bockwurst mit Kartoffelsalat. Bockwurst mit Kartoffelsalat. Verdammt! Kreuz dabei. Das ist mal gewesen, ne? In Köln gibt es was ganz Typisches. Ich hoffe, es ist dabei. Ihr habt hoffentlich Kölner nachgefragt. Das sind so ganz kleine leckere Kalorienbomben. Mut zum Mendelschen.
Mutzemändelchen. Die müssen drauf sein. Oh, das ist awesome. Zweite Kreuz, Achtung, für euch erneut die Chance, die Pump zu stehlen. Herr Oberstleutnant. Alter, ich habe mal gehört, es gibt ja einen halben Hahn. Also halbe Hahn. Ja, das ist ein Brot mit Käse, ein halber Hahn. Dritte Kreuz, die Flaschen, jetzt habt ihr die Chance, mit einer richtigen Antwort Sieger bei uns in der närrischen Familienduell zu werden. Buletten? Buletten? Erbsensuppe. Erbsensuppe? Buletten. Buletten? Buletten. Buletten. Ja, Biggie Maus, du musst dich entscheiden. Ja, also Frikadellchen sind Buletten, oder? Ja. Okay, ich nehme beides. Ja? Buletten oder Frikadellchen? Und damit sind unsere halben Portionen, unsere RTL-Herrensieger. Aber zwei Sachen muss ich ja noch aufklären, ne? An vierter Stelle. Erbsensuppe, weil man gut. Und drittens, eine Rollmops. So, ich bedanke mich aber ganz lieb bei euch. Und das tollste Überraschung ist, dass ihr schon 2500 Mark gespielt habt für unsere Stiftung RTL, wir helfen Kindern. Und von Max haben wir doch kein Bützchen, trotzdem ja. Flitterwochen und Party. Nur neidisch. Und nochmal einen Riesenapplaus von euch für unsere RTL-Damen. So. Bei euch ist es ganz klar so, dass ihr schon 5000 Mark gewonnen habt. Jetzt aber die Frage, ihr könnt das Ganze noch verdoppeln. Wer spielt mit mir jetzt im Finale? Hä? Weil wer was? Wo? Darf ich? Also wer fängt an? Er fängt an. Ich komm nach. Dann gehst du in unsere schalldichte Kabine. Tschüss, ab damit. Du. Ach, ich geh. Ach so, ja. Ja. Olli. Yes, sir. 5000, klar, habt ihr schon. Jetzt könnt ihr verdoppeln, denn jetzt habt ihr die Chance für die Stiftung RTL, wir helfen Kindern, 10.000 Mark zu gewinnen. Und ein närrischer Gruß nach Hause. Trotzdem freue ich mich auf Familien, die dabei sein möchten. Die sollten sich halt bewerben und schreiben an diese Adresse. RTL, Stichwort Familienduell 50570 Köln. Mehr dazu auf RTL-Text, Seite 513. Unsere halben Portion der RTL-Männer sind ins Finale gekommen. Wenn ihr 200 Punkte gemeinsam erreicht, 10.000 Mark, ist klar. Du hast aber gleich nur 20 Sekunden Zeit zur Beantwortung der Fragen. Die Uhr läuft erst los, wenn ich die erste Frage gestellt habe. Patsch, falsch rum. Und es geht los. 100 Narren haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, das Sie tun, wenn bei der Hochzeit Ihr Partner nicht auftaucht. Nach Hause gehen. Einen Karnevalstanz. Kann. Ein Karnevalskostüm für kleine Mädchen. Prinzessin. Etwas, das man aus Obst herstellt. Saft. Eine deutsche Karnevalshochburg außer Köln. Was soll ich jetzt sagen? Nee. Düsseldorf. Hello in Düsseldorf. Gar nicht so schlecht. Ich wollte jetzt hier, wo ich in Köln bin, jetzt nicht gleich in Düsseldorf sagen. Ja, ja. Hast Angst, dass du ausgewiesen bist, ist ja in Ordnung. Du kannst noch ein paar Grüße meiner Welt. Super Narren, Narren. Ja, alle Narren und Narren erlesen. Ich wünsche dir schönes Fest und so. Hm? Schönes Fest. Hello und Alaf heißt das. Hey. Wir drehen uns mal um, wir sind gespannt. Wie viele Punkte jetzt unser Computer, unser närrischer Computer heute ausspuckt? Ja, schlecht war das ja nicht, was du da gemacht hast. Okay. Ne? Also 100 Narren haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, das Sie tun, wenn bei der Hochzeit Ihr Partner nicht auftaucht, hat Olli gesagt. Dies hier. Nach Hause gehen, sagten auch 29 Leute, 29 Punkte. Einen Karnevalstandard, da hat er lange was zu knabbern gehabt. Dann kam dies hier, als wenn jeder dort kann, sagten auch. Ah, immer noch drei Leute. Einen Karnevalskostüm für kleine Mädchen. Olli hat einen Bock, hat dies gesagt. Mag ja kleine. Ist eingefallen. Meine Freundin guckt schon wieder. Prinzessin, sagten auch. Ja! 42 Leute. Etwas, das man aus Obst herstellt, hast du gemeint, dies hier. Saft, sagten auch. Vielen Dank. Ist ja nicht schlecht, Oliver. Ich hätte nie gedacht. Trotz wohltätigen Zweck. Ja, trotz zwei Flaschen Schnaps. Und da war dann noch die Frage einer deutschen Karnevalshochburg außer Köln. Er hat sich nicht getraut, hat aber dann doch gesagt, dies hier. Düsseldorf, das sagt man übrigens Helau, sagten auch. 38 Leute. Oh, da hat er wieder abgeräumt.
Ja, dann wollen wir mal schauen. Ich sollte das auch sein, Fred Feuerstein, aber da fehlen noch ein paar Gewichte. Gut, Oliver, ab in die Mitte. Und da ist Wolfram. Sir. Jetzt aber nicht mehr umdrehen. 156 Punkte. Ich glaube, ich habe gestern ein bisschen zu lange Karneval gefahren. Ich habe zu früh aufgestanden. Ich sag's schon vorher. Also, ob du so als 44 Punkte jetzt noch dazu holen, gell? Dann habt ihr nämlich das Geld drin. Du kriegst auch dieselben Fragen gestellt. Darfst aber nicht dieselben Antworten geben. Sonst kommt das, sagst du was anderes. Oder weiter, kommen wir noch mal darauf zurück. Du hast 5 Sekunden mehr, hast 25 Sekunden Zeit. Und auch bei dir läuft die Uhr erst los, weil ich die erste Frage gestellt habe. Viel Glück. 100 Narren haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, das Sie tun, wenn bei der Hochzeit Ihr Partner nicht auftaucht. Ich suche mir einen neuen. Einen Karnevalstanz. Schunkeln. Ein Karnevalskostüm für kleine Mädchen und Baggerführer. Funkemariechen. Etwas, das man aus Obst herstellt. Obstler. Eine deutsche Karnevalshochburg außer Köln. Düsseldorf. Nee, war schon. Mainz. Mainz, okay. Haben wir alles. Yeah. Nicht schlecht. An dieser Stelle grüße ich alle Narren und Narren lesen zu Hause und alle Zocker, die immer mit mir spielen wollen. Deckseite 512 aufschlagen, wenn ihr noch gucken könnt. Und wir warten noch ein bisschen, trinken noch ein und sehen uns gleich wieder. Bis dann. Hey, gib rüber! Schneller! Mein kleiner Held hat öfter mal eine Schramme. Au. Oh. Hier hilft die Bepanthen Wund- und Heilsalbe. Sie drängt tief ein und hilft, neue Haut von innen aufzubauen. Alles klar? Bepanthen hilft der Haut, sich selbst zu heilen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Polydiadem ist neu. Passt toll zu meinen Augen, meine neue Haarfarbe. Endlich habe ich mich getraut. Ohne Sorgen um mein Haar. Denn jetzt habe ich die Pflege selbst in der Hand. Nur das neue Polydiadem hat Provitamin B5, das Sie frisch dazugeben. So pflegt es schon beim Kolorieren. Meine Traumfarbe. Glänzt richtig gesund. Ohne ein graues Haar. Das neue Polydiadem. Sie lieben die Farbe. Ihr Haar liebt die Pflege. Von Schwarzkopf. Wir sind ja heute in Potsdam und machen den neuen Visier ganz nah testen. Mal sehen, ob die Wäsche auch... Hallo! 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 Der Kittel ist weiß. Wer hat denn den gewaschen? Der Kittel wäscht meine Frau. Die Frau? Ja. Weißt du, womit die den wäscht? Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich muss das mal, wenn ich das so anschaue, ja, es ist so weiß, das ist bestimmt mit Visier gewaschen. Das kann wohl sein. Ja? Tschüss. Als Geschenk mal für die weiße Wäsche. Hier, lassen wir dir da. Tschüssi! Okay, tschüss. Ihr Kind ist krank, Sie müssen Fieber messen. Und zwar wo? Im Po? Das neue Braun Thermoscan misst die Temperatur im Ohr. Einfach, sicher und exakt. In einer Sekunde. Auch bei größeren Kindern. Das neue Braun Thermoscan. Einseitige Ernährung, Erkältungswetter, Stress. Jetzt braucht Ihr Körper mehr. Er braucht die medizinische Eunova-Forte-Kombination. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Eunova Forte, die hochdosierte Vitaminarznei aus Ihrer Apotheke. Eunova Forte, immer wenn's drauf ankommt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt zeigt er, was er kann. Der Wischmatt Extra von Weleda. Denn es gibt eine saugstarke Neuigkeit. Neue dreilagige Sauglamellen nehmen jede Menge Wasser auf. Mikrofeine Aktivfasern entfernen Schmutz, Rohren tief. Dem Weleda Wischmatt Extra entwischt kein Wasser, kein Schmutz. Eine Haarspülung, die vor Spliss schützt? Es gibt Hoffnung, dass Spitzenschneiden bald der Vergangenheit angehören kann. Mit dem Pflegebalsam von Pantene Pro-V. Geben Sie ihm 14 Tage. Pro-Vitamin B5 dringt ins Haar ein, während die Pflegeformel vor Spliss schützt. Gesunder Glanz und Schutz vor Spliss. Es passiert nicht über Nacht, aber es passiert. Und 14 Tage sind nur der Anfang. Denn je länger Sie Pantene verwenden, desto gesünder und glänzender sieht Ihr Haar aus. Der Pflegebalsam von Pantene Pro-V. Für gesundes Haar, das glänzt. Schau, was Neues. Von der Rasko. Das ist jetzt noch viel besser. Mit viel mehr Gemüse, damit du groß wirst wie mir. Von der Rasko. Und tollen Linsen, damit du stark wirst wie mir. Und so leckere Würstchen. Aber die kriegst du erst, wenn du mal so schlau bist wie mir. Schlau bin ich so. Neu, der beste Linseneintopf von der Rasko, den es je gab. Mehr Kräuter, mehr Gemüse, mehr Geschmack und besonders herzhafte Würstchen. Erasko, das Gute daran ist das Gute darin. Mehr Gutes darin.
Tempo fragte, welches kleine Extra gönnen Sie sich, wenn Sie erkältet sind? Dann brühe ich mir den Tee richtig auf. Aus Blüten und nicht aus dem Beutel. Dann verwöhne ich mich mit Tempo Plus. Tempo Plus, ja. Das ist also mit Abstand das Weicheste, was ich bislang gefunden habe. Nur Tempo Plus hat einen Hauch Aloe Vera auf der Oberfläche. Das weichste Tempo aller Zeiten. Wunderbar. Weich ist das. Super weich. Tempo Plus. Schleuzfest plus weich, weich, weich. Schön, wenn Kinder selbstständig werden. Doch da geht manchmal was daneben. Und wenn schon. Mit Domestos Bad Aktiv muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen. Domestos Bad Aktiv ist neu. Sein Kraftschaum beseitigt nicht nur Kalk, sondern auch die Nährböden für Bakterien und Keime. Im ganzen Bad. Ein beruhigendes Gefühl. Das neue Domestos Bad Aktiv. Mit Sicherheit aktiv sauber. Gleich um Punkt 12 berichten wir über diese Themen. Die Jecken haben die Macht am Rhein übernommen. Millionen Zuschauer feiern die Rosenmontagszüge. Außerdem UN-Abkommen mit dem Irak. Ist die Gefahr eines neuen Golfkriegs wirklich gebannt? Mordprozess Geier, wie mit ungewöhnlichen Methoden der Todeszeitpunkt der Pastorengattin geklärt werden soll. Und warum hilfsbedürftige Senioren Handys geschenkt bekommen. Einzelheiten zu all diesen Themen gleich. Heute Abend bei RTL. Um 20.15 Uhr Medikopter 117. Geiselnahme in einer Schule. Ich bin der Vater! Ich habe doch ein Recht darauf, ihn zu sehen, oder? Danach hinter Gittern in einer Doppelfolge. Die Waffe, mit der der Wärter ermordet wurde, taucht auf. Wenn die nur einen Abdruck finden, bist du dran. Im Anschluss die Lust im Karneval mit Erika Berger. Kamelle küsst Ihnen noch viel mehr alles, was Sie schon immer über Karneval wissen wollten und nie erfahren haben. Wir zeigen Ihnen. Action, Spannung, Erotik. Der Montagabend bei RTL. Und hier ist die Entscheidung im Karnevalsduell mit Werner. Und haut's gleich hin. Wir sind gespannt. Wir brauchen immer viele Punkte. 44 Punkte. Noch 100 Leute haben wir gefragt. 100 Narren sogar. Nennen Sie etwas, das Sie tun, wenn bei der Hochzeit Ihr Partner nicht auftaucht? Hat er doch ganz glatt gesagt, dies hier. Einen neuen suchen. Sagt denn dann auch. Hey, nein, Leute. Top Antwort nach Hause gehen. Einen Karnevalstanz. Er greift mich an und kreischt dies hier. Schunkeln, sagt er auch. Acht Leute, Top-Antwort, Bolognese. Das wird's knapp. Ein Karnevalskostüm für kleine Mädchen. Meinst du dies hier? Das Funken, Mariechen, das sagten dann auch. 18 Leute, Prinzessin, Top-Antwort. Etwas, das man aus Obst erstellt. Meint Wolfram, das sagen die Leute. Gerade an den närrischen Tagen, Obstler, sagten auch. Jawohl! 1000 Mark für die Stiftung RTL, wir helfen Kindern, plus die 2500 Mark, die unsere Damen gewonnen haben. Ein närrisches Hello und Alaf nach Hause. Morgen sehen wir uns wieder zur selben Zeit. Tschüss, Servus, Wiedersehen. Und RTL wünscht allen Jäger.